Hier geht es gleich weiter mit diesem Spiel. Wir haben etwas Spektakuläres für euch aufgebaut, Hochseilgarten. Wir zeigen euch mal ganz kurz vor den Toren dieses Studios. Sieht wirklich großartig aus. Ihr beide geht euch schon mal umziehen und nach draußen in die Kälte. Und ich komme gleich hinterher. Das ist ein gigantischer Hochseilgarten und den gibt es natürlich nur bei Schlag den Raab. Unser Tischler Mario kämpft um 3 Millionen Euro und Stefan um einen weiteren Eintrag ins Fernsehgeschichtsbuch. Bei mir ist jetzt unser Kletterexperte der Holger und Hallo. Dirk. Ihr unterstützt uns ein bisschen und ich erkläre, was ihr machen müsst. Stefan und Mario, ihr müsst diesen Seil- bzw. Kletterparcours bewältigen und zwar gegen den Uhrzeigersinn. Das heißt, ihr startet jeweils oben auf der Plattform, hier Mario, du dort hinten. Okay. Als erstes durchlauft ihr die Reifen, dann kommen unsere Pfähle. Slalomstangen. Slalomstangen, dann geht es über die Leitern ein Stückchen weiter bis hin zu den Plattformen, die ihr überspringen müsst oder überlaufen könnt. Und am Ende ist dann an der Plattform, wo ihr gestartet seid, eine Glocke. Wer als erster von euch diese Glocke betätigt, also als erster und schnellster diesen Kletterparcours bewältigt, der gewinnt auch dieses Spiel. Okay? Habt ihr beide verstanden? Sollte es jetzt dazu kommen, Stefan oder Mario, dass einer aus eigener Kraft nicht mehr weiterkommt, verliert er das Spiel und der andere gewinnt automatisch. Sollte dies beiden passieren, euch beiden Konditionswundern, dann entscheidet sich natürlich der Gewinn des Spiels dadurch, wer am nächsten ans Ziel gekommen ist. Ganz wichtig, Holger, du sagst noch mal eine Sache zum Parcours durchklettern. Stefan, hörst du zu? Holger hat nämlich noch mal eine Sache, die er sagt. Ganz wichtig ist halt, ihr müsst natürlich gucken, dass ihr möglichst schnell da durchkommt, aber wenn ihr fallen solltet, dann wird euch das mehr kosten, als wenn ihr euch ein klein bisschen Zeit nimmt. Das heißt, dann muss ich wieder runter? Oder wie du musst, wenn du fällst, hängst du in deiner Sicherung und hängst dann ein gutes Stück tiefer. Du hast dann noch so ein dickes, braunes Seil, ähnlich wie das, so ein Tampen, wie der an den Reifen ist. Mit dem kannst du dich selber wieder hochziehen. Oh, aber das wird dich Zeit kosten. Und Kraft. Wenn du es halt, und Kraft, ganz genau. Ja. Okay. Und ihr müsst bitte darauf achten, dass euer Sicherungssystem immer mit euch mitläuft. Das ist an einigen Stellen ein bisschen brenzlig. Sollte es sich verhaken, müsst ihr wieder einen Ticken zurück und versuchen, sag ich mal, euer Sicherungssystem zu lösen, damit ihr weiterkommt. Okay? Also auch oben bei den Plattformen. Habt ihr noch Fragen? Bevor ihr über die Plattform hüpft, guckt noch mal, dass das Sicherungssystem über euch ist, damit das schnell hinter euch herläuft, wenn ihr darüber hüpft. Ja. Aber ihr habt sonst keine Fragen mehr, Stefan oder Mario? Ich habe keine Fragen mehr. Gut, dann geht ihr beide bitte hoch auf eure Plattform und ich gebe euch dann das Startsignal, wenn es losgeht. Du musst mal kurz noch warten, bis ich dich hier in der Sicherung drin habe. Jetzt kletter ich erstmal ganz langsam auf. Ne? Ja, es geht noch nicht um die Wette. Also hier geht es noch nicht los, Stefan. Zeit, ne? Erst oben. Allein so, dann wollen wir jetzt mal gucken, wie anstrengend das wirklich ist. Sollte das der Fall sein, hat Raab keine Chance, denn konditionell ist er auf dem Stand eines schwangeren Meerschweinchens. Da hat er erhebliche Defizite. Hi, grüß dich. So, der pumpt hier. Hören Sie mal gut hin. Hören Sie mal zu Hause gut hin. Der schnauft jetzt schon. Und wir haben noch gar nicht angefangen. Hallo. Einmal umdrehen, bitte. So, jetzt haben wir also beide oben auf ihrer Plattform. Hier oben Stefan Raab. Reifen, ja, ne? Beide Beine drauf. Ja. So, das Ganze vor den Toren. Der Studios hier in Köln-Mühlheim. Also Geschicklichkeit ist gefragt. Bin ich fest schon? Klettertalent, Kraft, Kraftausdauer. Absolut fest. Generelle Kondition. Es müsste alles für ihn hier, für Mario sprechen, der damit dann an diesem Abend den 3 Millionen bringen kann, wieder voll dabei wäre. Ja. Okay, Stefan, du bist auch bereit? Bingo. Okay, auf mein Zeichen geht es los. Spiel Nummer 5 heißt Hochseilgarten und startet jetzt. So, jetzt schauen wir. Also wie gesagt, wir sind gesichert, damit da überhaupt keine Diskussionen aufkommen. Und
Es geht jetzt eben darum, möglichst geschickt nicht zu viel hin und her zu pendeln, dass man da wenig Kraft verliert und dann wirklich jetzt hier von Reifen zu Reifen sich hangelt. Unterschiedlichste Techniken. Raab will, glaube ich, durch den Reifen durch. Aber er muss drauf. Ja, jetzt hat er es. Schnauft schon extrem. Ist aber da nicht hinten dran. So, das sieht jetzt ganz gut aus bei Mario. Raab hat sich schon ein bisschen verheddert. Ich weiß, glaube ich, im Moment, ja, wo, wo bin ich? Das ist die Frage. So, jetzt ist er aber an Reifen Nummer 5, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber er hier ist ein bisschen weiter, da läuft das Sicherungssystem nach. Haben wir da schön da in der Führung, sehen wir das oben immer. So, die Reifen sind für Mario überstanden. Jetzt auf diesem Seilsystem, die Seile geben da, sehen wir hier schön ein bisschen nach. Mario ist klar im Vorteil, denn da hinten oder hier jetzt hängt Raab immer noch. Jetzt allerdings hat er es auf die Plattform geschafft, ist aber im Hintertreffen. Und die Frage ist eben, ob man dann überpaced, ob man nervös wird oder ob man, so wie er das hier ganz schön macht jetzt, in aller Ruhe dieses Seilsystem absolviert. Und er hat ja quasi ein Hindernis, wenn wir das so beschreiben wollen, Vorsprung hier, Mario. Jetzt geht es also auf diese an den Seilen hängende Leiter. Das macht er ganz ruhig, ganz gut. Keine Höhenangst, das ist deutlich zu sehen. Dass man da nicht putzmunter durch die Gegend grinst in der Höhe, ist auch klar. Raab ist klar hinten. Also es sieht ganz gut aus für ihn hier, für Mario. Und nochmal, immer wenn man zu Hause sitzt und sagt, was ist denn mit dem los, der kann ja nichts. Was war das beim Volleyball? Für den geht es eben um diese 3 Millionen Euro. Das wird auf dem Sofa sitzend, Chips essen, Bierchen trinkend, immer verkannt. Das macht er sehr, sehr gut, in aller Ruhe. Und die Glocke. Ach, und jetzt ärgert er ihn. Jetzt, wir haben das schon erlebt, so eine Arroganz. Das ist schon mal nach hinten losgegangen. Damit ist es entschieden. Spiel Nummer 5 geht an Mario. Die Frage ist, willst du noch die letzten paar... Du kannst da im Prinzip jetzt auch runter. Wie holen wir ihn da runter? Aber wo denn? Mit dem Rettungs... Mit dem Rettungs... Was? Mit dem Rettungssack wirst du runtergeholt. Abseilen oder? Bitte? Dreh mich um. Ja. Ups. Wie hat er das Ding gemacht? Hä? Stefan, du kannst jetzt an deinem Tampon festhalten, dann ist es einfacher. Ja, okay. Mario, du kommst einfach schon mal zu mir runter gleich. Okay, Mario. Stefan, jetzt brauchst du nicht zu hetzen, ne? Lass dir Zeit, wir wollen jetzt hier heil unten haben. Ja, ja. Und da kommt er. So. Mario. Und jetzt hier rüber. Mario, Glückwunsch erstmal. Das waren ganz wichtige Punkte für dich. Du hast das ja, da oben war, das hat eben Buschi auch gesagt, das war ein bisschen arrogant, ne? Hier mit Warten, mit der Glocke und dann dachtest du so, mal zeigen, was ich hier kann. Zu spät, Leute, nicht so gedacht. Zu spät, Leute. Aber du kletterst normalerweise Wände hoch. Ja, Wände hoch. Hast du sowas auch schon mal gemacht? Nee, sowas noch nicht. Aber es ist, wenn man keine Höhenangst hat, geht es halbwegs. Du hast keine Höhenangst? Nee, aber es ist doch durchaus eine ganz andere Belastung. Es ist auch total anstrengend. Wie bist du da rangegangen? Weil ihr hattet unterschiedliche Techniken und Taktiken. Ich wollte erst auf den Reifen treten, aber das war total rutschig und mich da rein. Deswegen hat das, glaube ich, ganz gut geklappt dann. Hast du denn immer Stefan im Auge auch gehabt, wo er ist? Nee. Du hast dich voll drauf konzentriert. Nur erst kurz vor Ende, als ich rübergucken konnte. Hast du gesehen, dass du ihn auf jeden Fall abgehängt hast? Ja. Sehr gut. Du fühlst dich aber immer noch fit. Alles gut. Und Stefan kommt da hinten, zieh dir vielleicht die Jacke an. Ihr habt ein bisschen geschwitzt, nicht, dass ihr euch eine Erkältung holt. Und gleich kommt Stefan zu uns. Stefan? Bitte. Bei den Reifen, das sah spannend aus. Ja, wenn dich... Ich hatte mich für die falsche Technik offensichtlich entschieden. Ja. Ich habe gedacht, das wäre kraftraubender, wenn man nicht bis zum nächsten kommt. Deshalb habe ich gesagt, setze ich mich lieber drauf. Komm, nimm die Jacke. Da habe ich dann einfach schon verloren. Da war schon. Da hast du dich einmal kurz verhakt und daran hat es ja, dann. Ja, nee, zweimal habe ich mich sogar verhakt. Da kam ich nicht weiter und habe es nicht gemerkt. Aber es ist machen. Geht weiter. Gut. Glückwunsch. Vielen Dank erstmal an Holger und Dirk und vor allen Dingen an die Leute, die diese großartige Konstruktion gebaut haben. Wir schauen uns mal den Punktestand an nach diesem Sieg von Mario im fünften Spiel und sehen, Mario holt auf und verkürzt auf 6:9.